In Hintertupfingen, da lebte im obersten Stock eines Wohnblocks ein verbitterter, kleiner Pädophiler, der sich bei Tageslicht nicht vor die Tür wagte. Detlef Doddelburg wohnte mit seiner Mutter zusammen und so teilten sie sich die Miete. Tagsüber tauchte Detlef in die Weiten des Internets ab, um ehrenamtlich böse Nazis, Andersdenkende und sonstige Personen, die gegen die Richtlinien von Facebook oder YouTube verstießen, ausfindig zu machen und sie zu melden. An guten Tagen meldete er über 400 Personen, worüber er akribisch Buch führte, und die Namenslisten schickte er an Heiko Maas, das Bundesamt für Verfassungsschutz oder das BKA, und hatte trotz seines unerbittlichen Kampfes gegen die Meinungsfreiheit weder Geld noch Angebote für eine Stelle in einer dieser Behörden erhalten, nicht einmal ein persönliches Dankeschön und einen Händedruck mit dem Justizminister vor laufender Kamera oder das Bundesverdienstkreuz hatte man ihm für seine selbstlose und tapfere Arbeit zugebilligt. Vielleicht wollte man ihn ja auch nur schützen, vor der Rache erbuster Hassredner und enttarnter KZ-Aufseher, die dank seiner Recherche irgendwo in Südamerika gefasst werden konnten. Nur seine Mutter wusste seine Arbeit zu schätzen und nahm ihn ab und zu durch, wenn ihr mal die lüsterne Grotte juckte. Das machte die alte Meldemuschi, die mit Stolz auf ihre Vergangenheit in der DDR zurückblickte und ihre Stasi-Orden wie einen heiligen Schatz in einer Vitrine an der Wand präsentierte, gerne für ihren Sohn. Doch er würde weitermachen und seinen Traum nicht aufgeben, dass er irgendwann einmal die Früchte seiner Arbeit ernten und Heiko Maas persönlich die Hand reichen durfte.